Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es um unseren Arbeitsalltag. Egal wie erfolgreich wir sind oder wie viel Geld wir verdienen, es kann uns allen passieren in unserem Berufsleben, dass es unserer Psyche immer schlechter geht. Und im schlimmsten Fall rutschen wir dann immer tiefer in die Krankheit und fallen lange aus. Damit es nicht so weit kommt, bietet Asklepios ein Programm speziell für Menschen in Firmen an. Das heißt Connecting Health und es reicht von der Vorsorge bis zur Wiedereingliederung nach geglückter Therapie. Bei mir ist Dr. Maren Kentgens. Sie ist die Leiterin von Connecting Health. Schön, dass Sie kommen konnten, Frau Dr. Kentgens. Herzlichen Dank, ich freue mich auch. Sagen Sie uns doch nochmal genau, was umfasst das Connecting Health? Ja, wie der Titel sagt, verbinden Asklepios übliche Dienstleistungen aus der Versorgung mit der Unternehmenswelt, wo sonst die Versorgung nicht ganz so nah dran ist, weil sonst der Mitarbeiter sich selber um seine gesundheitlichen Probleme kümmert. Unternehmen haben schon länger erkannt, dass sie da auch eine Rolle mitspielen können und einen Einfluss nehmen können und haben jetzt speziell, und das ist unser Hauptsteckenpferd in der psychischen Gesundheit, auch in den letzten Jahren erkannt, dass da Bedarf ist, dass ihre Mitarbeiter zunehmend psychisch erkranken. Sie haben es eben angedeutet, genau. In der Arbeitswelt, es kann jeder reinrutschen. Es rutschen auch nach außen gesehen mehr rein, also die Zahlen in Unternehmen steigen. Woran das liegt und ob es zahlenmäßig immer mehr sind oder auch man einfach doch besser ist inzwischen in der Diagnostik und in der Behandlung, das ist nochmal so ein extra Thema dabei. Aber es wird einfach mehr und die Unternehmen merken, wenn jemand ausfällt, weil er schon daran erkrankt ist an einer psychischen Thematik, dann ist er oft lange weg. Und es geht auch bis hoch in Führungsriegen, in wirklich die Etagen oben. Das heißt, es fallen auch entscheidende Personen mitunter aus und auch die in den unteren Riegen sind ja mitunter entscheidend. Das heißt, ja. Es ist wichtig, den Mitarbeiter zu halten, frühzeitig zu erkennen, frühzeitig zu behandeln. Mhm. Und dabei helfen wir. Das bedeutet im ersten Schritt, dass wir aber auch durch Unternehmen bezahlte Dienstleistungen dem Arbeitnehmer anbieten können, wie eine erste Sprechstunde zum Beispiel, dass er sich an uns wenden kann und erstmal in der Beratungssequenz eine Idee davon bekommt, ist das hier was, was mich beschäftigt und belastet, wo ich mir Sorge machen muss, wo ich mir hingucken muss, mich vielleicht Behandlung besser doch unterziehen sollte, oder ist das eine momentane kurze Schlaflosigkeit, mit der ich auch mit ein, zwei Gesprächen wieder auf den Damm komme, sozusagen. Sie deuten das schon an, es gibt verschiedene Stufen. Also ich trete da als Mitarbeiter nicht in einen Ablauf ein, den ich dann nicht mehr aufhalten kann, sondern es gibt so verschiedene Anfangs-Mittel-Endstufen. Mögen Sie uns das näher erklären, wie die aussehen können? Also letztlich gibt es auch eine schöne Reihenfolge von 5 Stufen, die wir veranschlagen oder durchlaufen. Es ist nicht immer so, dass alle in der genauen Reihenfolge durchlaufen werden, aber ich finde es in der Logik, in der sie aufeinander aufgebaut sind, auch am einfachsten jetzt es so zu erklären. Sprich, der erste Schritt ist, dass im Unternehmen selber wir mit Vorträgen und Workshops präsent sind. Das heißt, wir sensibilisieren Mitarbeiter, Führungskräfte, Entscheider oder auch Multiplikatoren, wie auch Sozialdienste, Betriebsärzte und andere im Personalbereich, zum Thema psychische Gesundheit, zum Thema was ist Stress, wo kommt er her, was kann ich gegen tun. Dann sind da auch so Themen bei, heute sehr modern, Mindfulness oder Achtsamkeit, Resilienz, also Widerstandsfähigkeit. Wie kann ich in der heutigen Zeit, und die ist ja nicht nur im Unternehmen so hektisch und schnell und multi, global und medial und alles, was dazugehört, sondern ja im gesamten Leben, wie kann ich in dieser Zeit gut bestehen und nicht den Belastungen zum Opfer fallen, um das mal so ein bisschen pauschal zu sagen. Da sind wirklich von anderthalbstündigen Vorträgen bis zu 2 Tagesworkshops Verschiedenes im Programm, was die Unternehmen bei uns buchen und nutzen. Das ist dann auch mal ein einzelner Bereich oder ist es mal Hierarchie runterdekliniert. Wir fangen mit der Top-Liga an und gehen dann in die zweite Führungsebene und bis runter zum Mitarbeiter zu den eben genannten Themen. Es gibt dann mal auch noch speziellere Foki, wie vielleicht das Thema Schlaf, genau. Oder andere Facetten. Mhm. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir online gestützt Module anbieten. Da kann der Mitarbeiter, nehmen wir an, er hat einen Vortrag gehört und denkt, ach irgendwie, ja, da habe ich mich wiedererkannt in dem, was da erzählt wurde. Mhm. Ich möchte mal im stillen Kämmerlein, vielleicht sogar auch lieber zu Hause, ohne dass jemand mitkriegt, ja, ja. Online Stichwort mal, mal testen, kleinen Test machen oder auch mal im Rahmen meiner doch etwas unruhigen Schlafphasen, die ich zurzeit habe, ein paar Tipps und Tricks anhand bekommen, wie kann ich wieder besser schlafen.
dann kann er ein Online-Programm durchlaufen, was er von uns auch bekommt oder die Firma von uns bekommt, der Mitarbeiter über die Firma bekommen kann. Aber Sie haben es angesprochen, anonym, die Firma weiß nicht, dass er das jetzt nutzt und macht. Ist ein erster niedrigschwelliger Einstieg, wie wir immer sagen. Das ist diese online-modulare Lösung. Wenn ich da gerade mal bleiben darf, also bei diesem zweiten Schritt. Psychische Probleme, darüber redet nicht jeder gerne. Das ist immer noch heikler für viele Menschen als ein kaputtes Knie, sag ich mal so. Ist so, ja. Das ist ja reizvoll, dass nur der Rechner und ich davon wissen, dass ich mich an Sie wende. Aber es ist der Firmenrechner drumherum. Sind das Fragen, die Sie sicherlich schon häufig bekommen haben? Wie anonym ist das? Was erfährt die Firma insgesamt überhaupt, sofern sie bei Ihnen überhaupt gebucht hat? Davon gehen wir jetzt mal aus. Ja. Also sie erfährt, wenn es um diese Online-Module geht, tatsächlich nur, wie viele Personen sich eingeloggt haben, aber nicht wer und nicht von welchem Rechner. Und das ist das Schöne, es muss nicht der Firmenrechner sein, sondern es ist eben der Privatrechner. Es gibt ein Kennwort, mit dem ich mich einlogge, was ich über die Firma bekomme, aber es ist nie nachvollziehbar, zu welcher Person dieses Kennwort gegangen ist. Es wird nur gezählt, wie viele Accounts am Schluss oder wie viel das ist ein Flash-Rate, die da läuft, wie viele dieser Flatrates werden genutzt. Das ist relativ simpel und sicher und da sind wir auch, da ist der Datenschutz ja hoch aufgehängt, ganz richtig. Auch der Anbieter, mit dem wir dort kooperieren, da haben wir einen Kooperationspartner, der in diesen Online-Geschichten fit und jahrzehntelange Erfahrung hat. Also da ist wirklich über Datenschutz alles geprüft, was man so prüfen kann, wo der Server steht und wo die Daten liegen und, und. Also das ist alles ganz, ganz safe. Und der zweite Schritt, da wird es uns auch oft gefragt, der dritte Schritt, Entschuldigung, nach dem Online, kommen, wenn ich im persönlichen Kontakt stehe, ist natürlich auch oft die Sorge. Ja. Also sprich, ich habe diese Niedrigschwelle überschritten, ich habe sie vielleicht auch ausgelassen, weil ich mich sofort traue, in eine Sprechstunde zu kommen, unserem dritten Schritt, der auch ein tatsächliches Kerngeschäft darstellt. Den führen wir durch, entweder in den Firmen selber, dass eine Ärztin oder ein Psychologe von uns dort sitzt, im Werk, ansprechbar ist, mit Terminfenstern fest getaktet, oder auch in Kliniken St. Georg, Harburg Nord, Frankfurt Langen, also verschiedene unserer Häuser, Sprechstunde vor Ort. Da ist es so, dass der Mitarbeiter über eine Hotline sich einen Termin bei uns geben lässt. Und auch das erfährt der Arbeitgeber gar nicht. Wer anruft, der Arbeitgeber kommuniziert die Nummer. Und jedweder Mitarbeiter kann, da gibt es ein bisschen verschiedene Wege, je nach Unternehmen und Unternehmensansprechpartnern und Zugangswegen intern. Aber er bekommt die Nummer, er ruft bei uns an und das Unternehmen erfährt nicht, wer uns anruft. Auch da erfährt es, wie bei dem Online, nur am Schluss des Jahres haben wir ein Jahresreporting, wie viele haben sich gemeldet. Und wenn es eine gewisse Stückzahl übersteigt, 30 Personen sind das meistens, die wir da veranschlagen, auch ein bisschen je nach Unternehmensvorgabe, aber im Schnitt kann man sagen 30 Personen. Wenn wir mehr als 30 Personen pro Unternehmen haben, dann können wir ein paar Aussagen mehr dem Unternehmen rückmelden. Nämlich zum Beispiel von den 30, die gekommen sind, wie viele waren weiblich, wie viele männlich? Wie viele waren mit Führungsverantwortung, wie viele waren Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung? Wie viele haben schon mal irgendwo Kontakt mit psychischer Therapie vorher gehabt oder therapeutischer Versorgung vorher gehabt, welche nicht? Das sind dann Zahlen, die sind nüchtern ausgezählt, aber bilden natürlich überhaupt keinen Rückschluss auf einen einzelnen Mitarbeiter. Also das heißt, an der Stelle sind wir ganz, ganz klar die Anonymität der zu schulden. Wenn das nicht wäre, könnten wir das einstellen, weil natürlich das Vertrauen, es gibt es ja schon, wir arbeiten auch eng an der Schnittstelle, wenn es sie gibt, zu Betriebsärzten im Betrieb. Und die haben ja schon immer damit zu kämpfen, dass es heißt, naja, der Betriebsarzt ist ja bezahlt. Berichtet ja doch dem Vorstand. Genau. Ja, genau. Sagen wir sind noch eine Ebene weiter draußen. Ja. Wir berichten dem Vorstand nicht. Ja. Wir können natürlich, das alles ist alles schriftlich in den Unternehmen klargelegt und dem Mitarbeiter wird es so kommuniziert, da geht nichts weiter. Mhm. Wenn jetzt jemand hochmisstrauisch ist, dann traut er sich vielleicht nicht. Aber wir können nur immer wieder betonen, sagen, da ist keine Stelle, wo es durchsickern kann. Und wenn, und das wird der Mitarbeiter, der zu uns kommt, erfahren, wenn es an der Stelle der Versorgung hilfreich ist, irgendwas weiterzugeben an Dritte, zum Beispiel, wenn wir jemanden in eine unserer Kliniken vermitteln, und dann vermitteln wir ja auch, helfen wir bei der Vermittlung, dass er auch schneller irgendwo eine Behandlung bekommt, als wenn er das vielleicht selbst versucht zu verhandeln und sich zu kümmern, weil er auch erstmal natürlich in der Situation, in der er überfordert ist und breites Spektrum, was gibt's alles und wo gehe ich jetzt hin? Wenn wir dann helfen und sagen, es wäre hilfreich, dass die Anschlussbehandler etwas davon erfahren, was wir in unseren ersten Gesprächen schon hatten. Dann müssen wir uns das schriftlich geben lassen. Und dann gibt es eine Einverständniserklärung des Mitarbeiters in dem Moment,
wem wir was sagen dürfen. Das heißt, er kann da Stopp sagen und das ist in der Regel die Anschlussversorgung und nicht die Rückwärtsgerichtung Richtung Betrieb. Ja, genau. Dann lassen Sie uns über die Inhalte weitersprechen. Step 3. Also ich sehe tatsächlich einen Therapeuten, der sitzt mir gegenüber, mit dem kann ich reden. Ist das jetzt der Beginn einer Behandlung, wird es sicherlich sein können, aber ist das jetzt eine einmalige Sprechstunde, in der ich bin, oder ist das gleich, sagt der Arzt, und nächste Woche sehe ich Sie wieder? Nein, es ist, wir haben bis, bei den allermeisten unserer Kooperationspartner haben wir bis zu 5 Termine verabredet, die wir nutzen dürfen und die wir nur nutzen, wenn wir sie brauchen. Das heißt, es geht von Stunde 1 bis Stunde 5, geht alles. Und es gibt wirklich Mitarbeiter, wo eine Stunde reicht, wo man in der einen Stunde entweder irgendeinen kleinen Knoten zum Platzen bringt und sagt, okay, das haben wir jetzt gelöst, das kleine Thema, den kleinen Konflikt, den du da vielleicht hast, und der geht raus, beschwingt und guter Dinge und sagt, super, ich habe was Neues erkannt, ich kann da neu anders mit umgehen in meinem Alltag und mir geht es dadurch deutlich besser. Ist das ein Psychotherapeut? Sind bei uns alles Psychotherapeuten oder Ärzte, die psychotherapeutisch ausgebildet, weitergebildet sind, bis hin zu Fachärzten. Wir haben eine Fachärztin für Psychosomatik mit im Team. Wir haben ein Kernteam, wo wir eben, wie gesagt, Ärzte, Psychologen haben und sonst auch in den Kliniken selber nochmal in den Psychiatrien oder Kliniken für Psychosomatik Ärzte und Psychotherapeuten, die wir dort nutzen. Also sind Fachleute, das ist ganz klar. Und die dann nämlich auch in diesem ersten Gespräch, so, deswegen sage ich das ja auch, ne, ist schon fachlich, wie so kompetent sie sind, eben auch so ein Thema schon mitlösen können, natürlich mit dem Betroffenen, mit dem Mitarbeiter. Ja. Es kann aber auch sein, dass in der ersten Stunde klar wird, auch unser Fünferkontingent, 5 Stunden, wird nicht reichen. Es geht demjenigen schon so schlecht, dass er in Versorgung weiter professionelle Hilfe braucht, mehr als das, was wir leisten können in dem Rahmen. Und dann geht es nach der ersten Stunde schnell ohne Weitervermittlung. Das kann auch sein. Also das wäre Step 4. Es ist nur ein Termin, genau, das ist Step 4. Es ist nur ein Termin, heißt nicht, nichts über die Schwierigkeit der Erkrankung schon oder der, wie wir sagen, Erschöpfungsspirale, in der derjenige steckt. Es kann aber sein, dass es für die Vermittlung, die Versorgung einen zweiten oder dritten Termin braucht, dass unser Arzt oder Psychotherapeut sagt, ich will den ein zweites Mal sehen und wir gucken, wie ist es dann, hat der Impuls schon was gebracht. Das heißt, von 1 bis 5 Stunden spielt es sich eben in diesem Spektrum ab, je nachdem, was die beiden miteinander erreichen können und wo es weiter hingeht. Und wir haben von den Menschen, die wir dort sehen, im Moment so einen Schnitt von jeder zweite ist mit diesem Spektrum, was wir durch die Unternehmen bekommen, bedient, reicht aus. Ja. Jeder zweite, also 50%, vermitteln wir weiter. In eigene Häuser, in Asklepios-Häuser. Nicht nur, wir haben auch im Netzwerk weitere Kooperationspartner im Ambulanten und in anderen Formen der Versorgung, wie auch in Kursen oder anderem, die dann nicht in Asklepios-Häusern sind. Wir haben auch an Standorten, wo wir selbst nicht so vertreten sind, dann nochmal eine Kooperation. Aber natürlich haben wir auch den besten Draht in unsere eigenen Häuser rein, das ist schon so. Und dann gilt das, was die Häuser oder was die Ärzte dort sich denken. Das heißt, es wird um Ambulantes gehen, da wo Bedarf besteht, also wo es sein muss, dann sicherlich vielleicht auch stationär. Genau. Das ist dann das ganze Spektrum. Das ganze Spektrum, das möglich ist. Eine Gruppe für Angsterkrankungen, eine teilstationäre Behandlung, eine stationäre Behandlung. Das ist in dieser 50%-Zahl, die ich jetzt genannt habe, verteilt sich das nochmal so, dass der kleinere Teil in der Regel stationär, aber durchaus es auch vorkommt. Der größere Teil dann eher im ambulanten und vielleicht mal tagesklinischen und Gruppensetting sich einordnen lässt. Nun ist ja das ganze Programm bei Ihnen rund am Ende mit der Wiedereingliederung, nachdem so eine Therapie geglückt ist. Wiedereingliederung heißt ja, dass Mitarbeiter nicht gleich Vollzeit Montagmorgen 8 Uhr anfängt und in der ersten Woche Freitagabend 8 Uhr aufhört, sondern je nach Modell 3 Stunden oder so etwas. Und viele Vorgesetzte sagen dann, ja Mensch, also schön, aber bei uns lässt sich der Arbeitsplatz ja so gar nicht teilen. Sind Sie auch ein Ansprechpartner für diejenigen, die Mitarbeiter ja dann wieder einplanen müssen im Dienst? Also wir sind tatsächlich in der Wiedereingliederung, haben wir ein bisschen wirklich verschiedene Rollen, die wir da einnehmen. Wir können für denjenigen, der als Mitarbeiter wieder zurück in Betrieb kommt, beratend tätig sein. Was geht, auf was lasse ich mich ein und auch beratend, was passiert leider auch häufiger, dass der Mitarbeiter sich selber schon überschätzt und sagt, ich muss doch wieder voll da sein, Realität. Da auch nochmal warnend und schutzgebend zur Seite zu stehen. Wir sind aber auch auf der Unternehmensseite für die Fachleute wie die Betriebsärzte, die zum Teil, die haben ja ein ganz breites Spektrum an Diagnosefeldern, wie der klassische
Betriebsarzt eben aufgestellt ist mit wirklich Spektrum von bis. Der ist dann auch manchmal sehr dankbar für ein Votum nochmal eines Facharztes bei uns oder eines Fachkollegens. Was geht wirklich schon, was geht nicht? Und aber auch, was Sie gerade ansprachen, für die Arbeitgeberseite oder die betriebliche Seite, die Führungskraft, was geht nicht und wie können wir da hier jetzt zu einer Lösung finden? Wir haben sogar im erweiterten Team einen sogenannten Disability Manager, das sind die Fachleute in der betrieblichen Wiedereingliederung, der sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen kennt, als auch geschult drin ist, Moderationsgespräche zu führen, wenn es am runden Tisch quasi geht, Führungskraft, Betriebsrat, Betriebsarzt, ehemaliger Patient, dass der dann auch nochmal vermittelt und dass man dann zu einem Kompromiss manchmal kommt, natürlich an einer Möglichkeit, was kann das Unternehmen bieten und was geht. Und ja, dass genau. Man gut guckt. Es gibt auch noch besser ist natürlich, an Stufen, in der Stufen der Wiedereingliederung Verschiedenes möglich machen zu können. Das heißt nicht immer ein zeitliches, das heißt auch manchmal ein qualitatives oder wie Sie sagen Homeoffice oder Reisetätigkeit oder schwierige Kundenkontakte. Also da gibt es viele Parameter, an denen man drehen kann, die manchmal auch nicht alle gleich im Blick sind, wenn man da so vorsteht und wenn man vielleicht auch als Unternehmen oder als Einführungskraft vielleicht auch zum ersten Mal davor steht. Genau. Da haben wir natürlich dann schon viele, viele Situationen erlebt oder viele Menschen mit wieder eingegliedert und wissen, okay, was geht. Ihr Programm, kommt das für jede Art Firma in Frage, für jede Branche, jede Größe? Grundsätzlich ja, auf jeden Fall. So ähnlich wie wir auch sagen, oder wie ich auch sagen würde, es ist auch jede Firma und jede Branche inzwischen von dem Themenfeld betroffen. Also es ist unabhängig von Branche, unabhängig von Hierarchieebene, unabhängig von Unternehmen, ob da jetzt nun psychisch belastete bis hin zu psychisch kranke Mitarbeiter tatsächlich sind. Das ist einfach querbeet. Wir gucken immer dann natürlich je nach Unternehmen, da spielt dann viel mit rein. Wer ist intern schon als Experte da? Haben wir schon ein System, was intern existiert, wie ein Betriebsarzt, ein Sozialdienst, ein Betriebsrat, die hoch engagiert dort schon ein eigenes internes System aufgebaut haben? Da ist die Zuweisung zu uns dann ein bisschen anders, als wenn das es gar nicht gibt und wir quasi auf grüner Wiese eine Telefonnummer dort platziert haben und zu uns geschickt wird. Wir gucken natürlich auch, gibt es gewisse Kontingente, die wir verabreden? Also da gibt es dann sehr spezielle Verabredungen mit den Unternehmen. 5 Schritte haben wir jetzt alle einmal bis zur Wiedereingliederung auch ebenso durch. Es ist nicht in jedem Unternehmen so, dass wir wirklich alle 5 Schritte im Paket anbieten, sondern mal ist es dann Schritt 1 mit Schritt 3 kombiniert, mal ist es die Sprechstunde, der dritte Schritt mit dem Schritt 5 der Wiedereingliederung kombiniert. Da müssen wir natürlich und wollen wir auch dem jeweiligen Unternehmen gucken, was passt und wo passen wir da am besten rein. Und was können wir versprechen, was können wir halten an Versprechen? Oft werden ja, also die Mitarbeiter merken unter Umständen, dass etwas mit ihnen nicht in Ordnung ist, wollen darüber mit dem Chef erstmal nicht reden und erfahren jetzt von ihrem Angebot. Wie kann man das denn anstellen, den nächsten Vorgesetzten darauf hinzuweisen, dass es Connecting Health gibt, ohne sich selbst bloßzustellen? Hatten Sie den Fall schon mal oder haben Sie eine Idee? Ja, doch, wir haben verschiedene Fälle. Ich habe eben Ihren Satz schon in 3 andere Richtungen auch weitergesponnen. Ich dachte, es ist sowohl dieses, wie kann ich einen Vorgesetzten darauf hinweisen, als auch ein Vorgesetzter. Wir haben häufig in den Workshops, wenn wir Führungskräfte vor uns sitzen haben, die Frage, wie kann ich einen Mitarbeiter darauf hinweisen, der es nämlich vielleicht selber noch gar nicht wahrhaben will, aber ich mache mir Sorge. Also da gibt es viele, viele verschiedene unklare Momente, die auch manchmal ohnmächtig machen und wo Fragen auftauchen, was zum Beispiel solche Workshops auch immer sehr, sehr lebendig macht und sehr, sehr spannend, auch für uns immer wieder. Ich kann, und das ist natürlich einer der weit verbreitetsten Möglichkeiten, ich kann immer auch über Dritte gehen und nicht von mir selber sprechen. Ich kann natürlich sagen, entweder ich habe von anderen Unternehmen gehört, da gibt es so Programme, wie ist das eigentlich bei uns? Inzwischen ist man im betrieblichen Gesundheitsmanagement, unter das wir das einsortieren in Betrieben, noch vielfach breit aufgestellt oder gibt ganz Verschiedenes. Es gibt dann verschiedene Vorsorgeangebote und Verschiedenes, wo man sagt, ja, haben wir eigentlich auch sowas? Und das hat was mit Employer Branding, mit irgendwie, wir machen hier Bindung an Mitarbeiter, wir machen hier Fachkräfte halten oder. Also Unternehmen schmücken sich ja auch damit, dass sie sagen, wir bieten da was an. Das wäre ein Weg, den ich da anraten würde. Ein anderer Weg ist eben zu sagen, ich mache mir über einen Kollegen Sorgen, wo kann ich dem was empfehlen? Haben Sie da einen Tipp? Nicht von sich selbst zu sprechen an der Stelle. Eigentlich ist natürlich wünschenswert, dass die Unternehmen auch dahin arbeiten, eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo es geht. Ja. Und wo einfach heutzutage klar ist, es kann jeden treffen, das ist so. Es trifft inzwischen eine große Anzahl an Personen. Wenn man den Prognosen der Weltgesundheitsorganisation folgt, dann wird es auch weiter steigen. Und
Eine der Prognosen, die die immer so schön sagen, ist, 2020 wird die Depression an Platz 2 der Erkrankungen stehen, die unsere Lebensqualität maßgeblich beeinträchtigen. Danach haben dann wirklich viele da noch mal mehr mit zu tun. Es hilft, im Unternehmen es anzusprechen, vor allem vor dem Hintergrund, dass je früher ich es anspreche und je früher ich mir irgendwie Hilfe hole, umso besser die Genesung, umso weniger wahrscheinlich die Erkrankung. Es ist einfach ein Chronifizierungsprozess oder eine Spirale, die sich dreht. Und wenn ich mir Frühhilfe hole, dann reichen vielleicht wenige Gespräche. Je später ich komme, umso länger dauert die Behandlung und die Heilung, Genesung. So, von daher kann man da auch nur Mut machen in die Richtung. Vielen Dank für die interessanten Informationen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen oder auf YouTube. Werden Sie gesund!